Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Ja, weiter. Die Landkarte, ist das die? Ja. Now we have two maps. We must combine them properly. Gucken. Das hier sieht mir nämlich aus wie ein Fluss. Oder ein Feldweg. Da ist es doch. Da. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. So. Wollen wir mal gucken. Gibt's hier was Neues? Ich hoffe, das Motorrad wie Harley oder was, das hat man jetzt nicht gehört. So. Hi, Pferd. Ja, ne, du siehst ja aus wie meine Ex-Frau. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliff come here? Wobei, ne, das Pferd ist schöner. Wenn mein Ex-Frau das Video sieht, dann kriege ich wieder Hate ab. Aber zum Glück guckt sie meine Videos nicht. Ja, Treppe benutzen, Opa. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Oh, okay. Ja. Sind wir hier schon fertig? Tatsache. Metallwürfel. Wir nehmen erstmal das. Gibt's ja immer mehr. Alter, wie viel denn noch? Das Heft muss ja schon, weiß ich nicht, was wie dick sein von dem. Okay. Oh, hier ist schon wieder so ein dickes Buch. Oh, das kann ich nicht aufsammeln. Oh, zum Glück. Triclinium. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan,
the god of fire and metalworking. Okay. Was das auch immer alles miteinander zu tun hat? Ich weiß es nicht. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Pits. I don't need the ropes for now. Ah, okay. Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Da fehlt ein Seil. I don't need the ropes for now. Temple, Area 5. Construction hooks. What? Lass mich hier durch. Minerva. It is a statue of Minerva. Neptune, the god of the sea. Und wer ist das hier? Die mit den spitzen Boobs. It is a broken statue of a bull. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Ja. Also der Neptun hat hier... Naja, die Minerva nicht gerade, aber die anderen zwei, ne? Da hat er es bestimmt schön krachen lassen. Area 5 Tablinium. Da wollen wir aber noch nicht hin, oder doch? This railway is used to remove rubble from the site. Okay. Oh, hier ist doch ein Hündchen. Da ist schon wieder so ein dickes Buch. Das PS, ja. Nein. Oh. Bitkin war nicht glücklich darüber, dass sie die Eröffnung des römischen Thermalweges Sorrentus verzögerten. Das war ärgerlich. Pitkin ging davon aus, dass sich Sorrentus Forschung an ihn auszahlen würde. Die Arbeit sollte noch Wenn wir jetzt das andere nehmen. Die zwei könnten sich hier treffen. Wir warten es mal ab. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow.
kennen wir doch schon. Was? The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ja, no? Das ist eine gute Frage. Ist ja wie Hausflipper mit dem Fensterputzen hier. Ja. I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Yep, ich will da auch rein. In St. Albans steht eine Statue von Neptun, dem Gott des Meeres. In der Nähe steht eine Statue von Minerva, der Göttin des Krieges. Ein Fresko auf dem Vulkan und ein Zyklop beim Schmieden abgebildet. So, jetzt haben wir abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt zurück. Sklave, mitkommen. Sag mal, ging das nicht auch hier rüber? Ja, sag ich ja. Ich bin immer noch dafür. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Oh ja. Wie es aber weitergeht, erfahren wir im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.